die französische Küste bei Marseille. Wie überall im Mittelmeer sind die Fischbestände auch hier durch Umweltverschmutzung, Erwärmung und Überfischung stark zurückgegangen. Ein Fischkindergarten soll dabei helfen, die Überlebenschancen der jüngsten Meeresbewohner zu erhöhen und das Meer mit mehr Fischen zu füllen. Da sind einige Fischlarven und Garnelenlarven. Ja, das ist Leben. Wenn sie noch jung sind und nur harten und glatten Beton finden und keine Felsformationen oder Seegras, wo sie sich entwickeln könnten, dann können sie nur schwer überleben. Er fischt, seit er ein kleiner Junge ist. Doch mittlerweile fängt Gérard Carodano Fische nicht mehr nur zum Verzehr, sondern auch, um sie lebend an Forschungseinrichtungen und Aquarien zu verkaufen. Das ist mein Leben, das Meer, das Fischen. Wenn man das mit seinen Kindern und Enkelkindern weiterführen will, ist es das Mindeste, sich um die Zukunft des Meeres zu kümmern. Für Gérard und seine Familie ist die Artenvielfalt des Meeres die Lebensgrundlage. Heute begleitet ihn sein Sohn David. Ich beobachte, was über und unter Wasser passiert. Das Meer hat mich schon immer verzaubert. Es ist mein Beruf, meine Leidenschaft. Ich habe großes Glück, weil ich von meiner Leidenschaft leben kann. Die Carodanos sammeln heute lebende Fischlarven im Auftrag einer Aufzuchtstation ein. Die Larven schlüpfen in der Regel kurz vor Vollmond und lassen sich dann Richtung Küste treiben, um dort Schutz zu suchen. Da die Küste von Marseille und Umgebung an vielen Stellen zu betoniert ist, finden sie dort immer weniger Plätze, wo sie sich sicher entwickeln können. Die Carodanos sind gespannt, welche und wie viele Larven ihnen in die Falle gegangen sind. Ganz schön viele, trotz Mistralwind. Guck, man sieht die Fischlarven und viele Garnelenlarven. Das ist eine ganze Menge. Meist fangen sie Larven von Brassen, Barschen oder Doraden. Weniger häufig ist Nachwuchs von Steinbutt oder Seezunge dabei. Andere Fische wie der Haarschwanz, ein Raubfisch und Barschverwandter, sind hier im Moment ganz verschwunden. Im offenen Meer überlebt nur rund 1% der Larven die ersten Lebenswochen. Den kleinen Fischen machen nicht nur fehlende Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, sondern auch Klimawandel und Umweltverschmutzung. Das maritime Ökosystem ist von giftigen Abwässern bedroht, die ins Meer geleitet werden. Leider gibt es das immer noch und das müsste komplett verboten werden. Gerade wenn sich die Fische noch im Larvenstadium befinden, sind sie viel verletzlicher als ausgewachsene Fische. Industrieabfälle wie Kohlenwasserstoffe können sie umbringen. Nach dem Einholen der Fallen fahren David und Gérard in ihren Heimathafen nach La Ciotat, rund 30 Kilometer östlich von Marseille. Bevor sie die frisch gefangenen Larven zur Aufzuchtstation bringen, arbeiten die Carodanos noch eine Bestellung für ein Aquarium in Oberhausen ab. Gérard hat sich auf den Fang und den Versand lebender Meerestiere spezialisiert. Und Kunden aus der ganzen Welt bestellen bei ihm. Sohn David war einmal Tennislehrer. Doch er gab den Beruf vor einigen Jahren auf und stieg in das Geschäft seines Vaters ein. Je nach Art bringt ein lebendes Meerestier zwischen 10 Euro für einen Lippfisch und 1.100 Euro für einen seltenen Wrackbarsch ein. Wenn man die Wunder der Meere und Ozeane zeigt, kann man die Menschen am allerbesten für den Naturschutz sensibilisieren und begeistern. Indem wir ihnen die Schätze der Natur zeigen, wie zum Beispiel die Fische, wirbellose Tiere,
und Vögel und so weiter. Jetzt bringen die Carodanos die empfindlichen Larven vom Morgen nach Marseille. Im Industriehafen betreibt die Firma Ecocéan eine von mehreren Aufzuchtstationen für Fischlarven. Hallo ihr, wie geht's? Hallo. Habt ihr was gefangen? Ja. Super. Viele Fische? Oder? Ich glaube so um die 30, 40. Super. Viele Garnelenlarven? Ja, sehr viele Garnelenlarven. Die Fischlarven haben jetzt eine Stunde Autofahrt in der Hitze hinter sich. Der Biologe Damien Assargex prüft als erstes, ob die Larven noch genug Sauerstoff haben und wie warm das Wasser ist, damit sie später keinen Temperaturschock beim Umsetzen in die Aufzuchtbecken bekommen. Am Anfang ist es etwas kritisch, denn sie sind gerade erst gefangen worden. Und dann der Transport. In der Regel sind sie hungrig und erschöpft. Wir geben ihnen jetzt Futter und beobachten, ob sie in der Lage sind, sich etwa 2 Wochen lang richtig zu ernähren. Im Anschluss wird Damien die Larven einzeln bestimmen und nach Art getrennt in Becken sortieren. Das sieht nach einem guten Fang aus. Es ist sehr lebendig, viel Plankton und dort sieht man viele Fischlarven. Bis auf den Winter bringt Gérard 7 bis 8 Mal im Monat Nachschub für den Fischkindergarten. Pro Lieferung bringt ihm das zwischen 200 und 400 Euro ein. Ich zeige dir jetzt mal die Fische, die bald groß genug sind. Das sind alles Geißbrassen. Hier sind 200 und dort sind 200 Eschen. Und die hier bringen wir in 10 Tagen wieder zurück ins Meer. Es ist schön zu sehen, dass wir nicht immer nur etwas aus dem Meer rausholen, sondern auch etwas zurückgeben können. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen. Jetzt versucht Damien, die Art der Larven zu bestimmen. Die ist ein bisschen größer. Gucken wir mal, was das ist. Bei den winzigen Tieren ist das jedes Mal eine Herausforderung. Ich habe da vielleicht eine Idee. Erstmal messe ich sie. Sie sieht größer aus. Ich würde sagen, dass es ungefähr 15 mm sind. Und bei der Art tippe ich. Tippe ich auf Pagellus erythrinus, also eine Rotbrasse. Rund 2500 Fischkinder aus Wildfang ziehen Damien und sein Team hier gerade groß. An die 30 verschiedene Arten sind dabei. Und jede Spezies hat ihre eigenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Damien füttert sie unter anderem mit lebenden Krebs- und Garnelenlarven, um ihren Jagdinstinkt zu trainieren. Schließlich sollen sie später auch im offenen Meer überleben können. Wir fangen wilde Fische und wir lassen wilde Fische frei. Wir versuchen daher, uns nicht zu lange in der Nähe der Becken aufzuhalten, damit sich die Fische nicht an Menschen gewöhnen. Wenn ich also einmal mit dem Arm so darüber gehe, haben die Fische Angst. Das ist wichtig, denn je mehr Angst der Fisch vor dem Menschen hat, desto größer ist seine Überlebenschance. Damit die Fischkinder an verbauten Küsten wie dem Hafenbecken von Marseille überleben und sich vermehren können, hat die Firma Ecocéan spezielle Vorrichtungen entwickelt. Mit seinem Kollegen Anthony kontrolliert Biologe Damien heute, wie sie von den Larven und Jungtieren angenommen werden. Maschenkästen aus Metall oder Holz, gefüllt mit Austernschalen, sollen den Fischen Nahrung und Versteckmöglichkeiten bieten. Da sind Larven der Brandbrasse. Prima. Ich sehe es von hier. 15 mm große Brandbrassen und eine 10 mm große Ringelbrasse. Die Konstruktionen von Ecocéan sind mittlerweile in 56 Häfen in 16 Ländern im Einsatz und bieten dem Fischnachwuchs auch an zubetonierten Bereichen Schutz. Wie sieht es aus? Siehst du etwas Lebendiges? Ja, es bewegt sich etwas. Nicht so viele Postlarven. Es sind vor allem Jungfische. Okay.
Miesmuscheln? Einiges an angesiedelter Fauna, wunderschön. Keine Miesmuscheln, sonst wirklich schöne Sachen. In diesen Habitaten entwickelt sich eine große Artenvielfalt. Kleine Schalentiere, Würmer und andere Tiere, von denen sich die Fische ernähren können. Je nach Art bleiben sie dort mehrere Wochen oder Monate und suchen sich dann neue Plätze. Damit können wir das Überleben junger Fische verbessern, dort, wo die Menschen die Landschaft zugebaut haben. Finanziert werden die Projekte von Ecocéan überwiegend durch öffentliche Gelder, wie zum Beispiel von der Stadt Marseille. Daniel Milly könnte von solchen Maßnahmen vielleicht einmal profitieren. Er ist einer der letzten Kleinfischer in La Ciotat. Erstmal einen Kaffee. Kaum ein Tag vergeht für Daniel, an dem es nicht um Fischfang geht. Seit 40 Jahren schon. Im Winter, wenn es regnet und windig ist, sind wir hier geschützt und erfinden die Welt neu. Die Alten erklären uns ihre Geschichten vom Fischfang und wir erklären ihnen unsere. Für sie ist das Meer immer noch voller Fische. Für mich auch, aber es hat sich sehr verändert. Bei gutem Wetter fährt Daniel gleich früh am Morgen mit seinem Helfer raus aufs Meer. Was ich am Fischen mag, das ist die Freiheit und die Natur. Es ist wunderschön. Und beim Fischen gleicht kein Tag dem anderen. Es ist nie das Gleiche. Das ist keine Arbeit. Es ist einfach ein Vergnügen. Daniel ist bereits Rentner und muss nicht vom Fischfang leben. Doch der erste Fang ist vielversprechend. Im Netz hat sich ein weißer Drachenkopf verheddert. Der kann 40 bis 60 Euro pro Kilo bringen. Das heißt, dass die Netze noch nicht richtig lagen. Das Meer und die Fischerei sind trotz jahrzehntelanger Erfahrung für Daniel bis heute unberechenbar. Gerade in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Bestimmte Fische gibt es nicht mehr. Beziehungsweise es gibt sie noch, aber es gibt weniger Fische. Wegen der globalen Erwärmung, wegen des warmen Wassers und so weiter. Es gibt Fische, die verschwunden sind, und es gibt Fische, die man früher nicht gesehen hat, die wiedergekommen sind. Wie die Zahnbrasse. Das ist ein Fisch, den es früher nicht gab. Die Fischer wissen, dass von der Regierung und den Kommunalverwaltungen einiges für den Schutz des Meeres und der Umwelt getan wird. Doch es bleiben Fragen. Ich habe festgestellt, dass bei allen Abwassereinleitungen in Marseille, La Ciotat, Cassis, da kamen die Exkremente raus. Aber es gab überall Fische. Fische, Seeigel, Muscheln. Seitdem sie dort eine Kläranlage gebaut haben, gibt es keine Exkremente mehr. Aber es riecht nach Ammoniak, wenn man dort vorbeifährt. Und es gibt keinen einzigen Fisch mehr. Das verstehe ich nicht. Die Nachfrage nach Fisch ist besonders im Sommer groß. Die Restaurants wollen den Touristen frische Ware aus der Region anbieten. Doch das wird immer schwieriger. 80% der Bestände im Mittelmeer gelten als überfischt. Ein roter Drachenkopf. Man muss sich anpassen. Am Meer ist kein Jahr wie das andere. Die Fischfänge im Mittelmeer gingen in den letzten 50 Jahren um mehr als ein Drittel zurück. Jedes Mal werde ich gezwickt. Mit der aufgehenden Sonne steigen die Temperaturen. Bislang hat Daniel nur wenig Fisch gefangen. Wird sich seine Tour heute trotzdem lohnen? Was für ein Prachtstück. Ja. Schade, sie sind ab, die. Die Scheren. Dann essen eben wir ihn. Das letzte Netz ist eingeholt. Der Fischmarkt wartet auf frischen Fang. Und nicht nur der. Telefon. Ja, Telefon. Das sind die Restaurants.
Oui, Florent, bonjour. Guten Tag, Florent. Hallo. Hallo? Hallo, hallo. Non, mais ça passe. Kein Empfang. Das klären wir später. Das sind die Restaurants, die anrufen, um zu fragen, ob es Fisch gibt. Damit sich die Fischbestände erholen können, hat die französische Regierung vor 11 Jahren die Küste und das Meer zwischen Marseille und La Ciotat unter Naturschutz gestellt. Der Nationalpark der Calanques. Christophe Holz und sein Team passen auf, dass die Besucher des Nationalparks die Regeln dort beachten. Mehrmals im Monat fährt er dazu mit seinen Kollegen auf Streife. Gerade im Sommer ist das empfindliche Ökosystem der Calanques großen Belastungen durch den Tourismus ausgesetzt. Wir sind am Anfang der Saison. Und da kann es viele Probleme mit den Leihbooten geben. Mit Geschwindigkeitsüberschreitungen und der Missachtung der Regeln beim Ankern. Bei der Mouillade ist viel los, da sind die Tauchvereine. Das sind sie alle. Alle Clubs sind da. Werfen die Boote an der falschen Stelle ihren Anker aus, zerstören sie Seegraswiesen und damit den Rückzugsort und die Nahrungsquelle für Fische. Das ist ein bekannter Spot, an dem immer Taucher sind. Deshalb mussten wir den Bereich ein wenig umgestalten und Bojen auslegen, damit die Tauchboote dort anlegen können, ohne einen Anker zu werfen, sodass der Meeresboden nicht zerstört wird. An diesem Ort gab es früher Hornkorallen und Riffe. Und so wird jetzt verhindert, dass das Ökosystem der Fische weiter beschädigt wird. Immer wieder muss die Streife zwischen den Interessen der Calanques-Besucher und dem Naturschutz abwägen. Der Schaden durch den Ansturm im Sommer soll möglichst klein gehalten werden. Die Calanques-Streife entdeckt ein Boot, das viel zu nah und zu schnell an einer geschützten Insel entlang fährt. Ein Junggesellenabschied, wie sich herausstellt. Wissen Sie, was 300 Meter bedeuten? 300 Meter, das sind noch weiter weg. Noch weiter weg? Noch weiter weg. Hier sind wir 30 Meter entfernt, also 10-mal so weit. Das gilt auch, wenn Sie in die Calanques fahren. Wenn Sie also Ihren Bootsführerschein behalten wollen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das eine Straftat ist. Passen Sie auf. Einen schönen Tag noch. Danke. Tut uns leid. Auf Wiedersehen. Jetzt können wir Allelom sagen. Allelom! Jetzt sind wir am Anfang der Saison, da kommt so ein Verhalten fast täglich vor. Christophe Holz war früher Fischer. Vor 8 Jahren gab er seinen Beruf auf. Es wurde ihm zu mühsam, mit der Fischerei ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Die Fische, die am Grund leben, verschwinden langsam. Wie der rote Knurrhahn, die Rotbarsche, die Seezungen, Steinbutte. Die sind weniger geworden. Andere Fische sind zurückgekommen, wie der Zackenbarsch und der Nashornfisch. Die sind geschützt und kommen oft in Naturreservate zurück. Die Rückkehr einzelner Arten spricht für die Schutzmaßnahmen im Nationalpark. Überall hat der Staat Zonen eingerichtet, in denen Angeln und Fischen verboten ist. Auch in der Nähe des Industriehafens von Marseille soll sich der angegriffene Fischbestand wieder erholen. Damien und sein Team von der Marseiller Aufzuchtstation planen heute die Freilassung von 600 Fischen, vor allem Brassen. Wir beide gehen ins Wasser. So kannst du den Käfig vielleicht mit der Hilfe des Skippers herausziehen. Neben den öffentlichen Geldern gibt es auch einige lokale Firmen, die die Aufzuchtstation fördern. On
Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie sich unter Wasser verhalten werden. Die Jungfische haben bereits eine Nacht in großen Käfigen am Kai verbracht, um sich an das Meerwasser zu gewöhnen. Achtung, stopp und zurück. Das Umsetzen ist Stress für die Fische. Doch jetzt, nach 6 Monaten im Fischkindergarten, sollen sie zurück an den Ort, wo sie als Larven gefangen wurden. Die Herausforderung ist, dass wir es mit lebenden Tieren zu tun haben. Wir tun alles, damit es gut läuft und so schnell wie möglich geht, damit sie möglichst wenig gestresst sind und es erträglich für sie ist. Aber es sind Lebewesen, also kann auch Schaden entstehen. Aber wir tun alles, um das zu begrenzen. An der Stelle, wo die Fische ausgesetzt werden, ist das Meer ungefähr 10 Meter tief. Hier sollen sich die Fische bis zum nächsten Tag an die Geräusche und Gerüche ihrer neuen Umgebung gewöhnen. Damien und sein Kollege begleiten die Fischkinder hinunter. Nach etwa 3 Minuten setzt der erste Käfig auf dem Meeresboden auf. An der Wasseroberfläche sichert eine Kollegin die Aktion. Da nähern sich plötzlich Kajakfahrer. Achtung, Taucher! Weichen Sie bitte aus! Dort sind Taucher! Die Taucher bringen auch den zweiten Käfig sicher auf den Meeresboden. Biologe Damien beobachtet genau, wie es den Jungfischen geht. Er hat gelernt, ihr Verhalten zu deuten. Verständigung unter Wasser. Einem Teil der Fische geht es gut, die anderen wirken noch gestresst. Es war etwas schwierig, bei der Strömung langsam runterzukommen, aber die Käfige sind unten und den Fischen scheint es gut zu gehen. Alles hat gut geklappt. Im ersten Käfig wirkten die Tiere sehr entspannt, im zweiten etwas gestresster. Das nächste Mal sollten wir die beiden Käfige getrennt runterbringen. Am nächsten Tag wollen sie wiederkommen, um die Käfigtüren zu öffnen. Wie wird es ihren Schützlingen bis dahin auf dem Meeresboden ergehen? Im Nationalpark der Calanques sind Christoph und sein Team mittlerweile 4 Stunden im Einsatz. Heute ist ein besonders heißer Tag und auch die Wassertemperatur ist bereits auf fast 24 Grad angestiegen. So warm war es sonst immer erst Ende August. Wenn das Wasser konstant warm bleibt, haben wir das Problem, dass viele Korallen wie die Hornkoralle absterben. Und auch alle Mikroorganismen, die Polypen tragen. Durch den Temperaturanstieg breiten sich im Mittelmeer zunehmend tropische, sogenannte invasive Arten wie der pazifische Rotfeuerfisch oder der Kaninchenfisch aus. Die heimische Fauna wird jedoch nicht nur dadurch strapaziert. Ich lasse die Taucher vorbei. Die möchten zurück an Land. Machen Sie einen Tauchgang. Haben Sie Fische gesehen? Oh ja, ziemlich viele. Wirklich nicht schlecht. Und das Wasser ist klar. Das ist super. Die anderen Tage mit den Regenfällen waren katastrophal. Jetzt haben wir eine gute Sicht. Sehr gut. Und es gab unglaublich viel Abfall, wie immer. Vor allem nach den Regenfällen der letzten Zeit wurde viel angespült.
In der Bucht von Calelong bis hin zum Hafen und bei Samena sammelte sich der Müll vorgestern im Wasser von 0 bis 10 Metern. Plastik über Plastik, von oben bis unten. Wahnsinn. Das hier ist typisch. Das und Dosen. Davon gibt es einiges. Das ist traurig, oder? Der Hafen von La Ciotat. Nach 4 Stunden Ausfahrt bringt Daniel seinen Fang an Land. Ein Bild, das an der Küste seltener geworden ist. Kleinfischer, die frischen Fisch und Meeresfrüchte direkt am Hafen verkaufen. Daniel hat aber nicht viel anzubieten. Am liebsten würde ich weinen. Es läuft schlecht. Touristen und Stammkundschaft sind schon da und Daniel fragt sich, was er gleich den Restaurantbesitzern erzählen soll. Da kommt ihm ein Überraschungsbesuch von seinem alten Freund Christoph von der Nationalparkstreife gerade recht. Daniel. Wie geht's, Christoph? Mir geht's gut, mein Lieber. Und dir? Es gibt's Neues. Und bei dir? Wir sind immer noch da. Immer noch da? Ja. Wie läuft es mit den Fischen? Dieses Jahr ist es schwer. Der Beruf fehlt mir nicht. Mich begeistert es noch immer, aber ich will nicht mehr. Zu viele Zwänge. Zu viele Zwänge und ich finde, dass es ein bisschen weniger Fische als vorher gibt. Und dass der Verkauf schlechter läuft. Wir haben immer etwas gefangen, aber der Fisch ist kleiner geworden. Das hat es schwierig gemacht. Ja, bei Daniels Arbeit ist das wieder etwas anderes. Der Fisch wurde kleiner und nicht mehr dicker. Ich habe Sardinen und Sardellen gefischt und wir hatten das Problem, dass der Fisch nicht genug Nahrung fand und klein blieb. Dann wurde es immer komplizierter für den Verkauf, weil er unter der üblichen Größe lag. Und der Fisch schmeckt nicht so gut, wenn er kleiner ist. Das Plankton war nicht nahrhaft genug. Mit dem warmen Wasser, mit der Umweltverschmutzung und all dem. Einige Fische sind komplett verschwunden, wie der Haarschwanz. Es gibt weniger Seezungen und weniger Steinbutt. Auch die Rotbarsche sind weniger geworden. Die Jungen, die jetzt anfangen, werden es schwer haben. Die müssen etwas anderes machen. Auch wenn Daniel noch seinen Hummer verkaufen kann, für Kleinfischer scheint sich das Geschäft kaum noch zu lohnen. Auf der anderen Seite des Hafens von La Ciotat wollen die Caro Danos gleich wieder raus aufs Meer. Er hat sich ein Flügel gebrochen. Wir haben ihn geheilt und jetzt lebt er hier. Wir nennen ihn Napoleon, weil ihm ein Arm fehlt. Er ist immer so. Es ist kurz vor Vollmond. Schlupfzeit für die Larven. Gérard und David benutzen spezielle Fallen mit einer Lampe. Das Licht lockt in der Nacht die Larven an. Die Caro Danos holen Nachschub für den Fischkindergarten. Neben dem Honorar für die Tour liegt ihnen der Zustand des Mittelmeers am Herzen. Wenn du dich seit über 50 Jahren für die Meereswelt begeistern kannst, dann hast du nur eine Motivation, dass deine Kinder und Enkel und alle Enkel des Planeten eines Tages davon profitieren können. Es ist spannend zu sehen, was in der Meereswelt vor sich geht. Wenn nötig, auch Alarm zu schlagen und dabei die schönen Dinge zu zeigen. Der nächste Morgen im Industriehafen von Marseille. Damien will gleich die Brassen freilassen, die er gestern auf dem Meeresboden zurückgelassen hat. Haben Sie die Nacht gut überstanden? In diesem Käfig sieht alles gut aus.
Wenn man sich 6 Monate lang um die Tiere gekümmert hat, alles getan hat, dass sie nicht sterben, dass sie gut fressen, dass sie gut wachsen, dann sind wir natürlich riesig stolz, wenn wir sie wieder ins Meer entlassen. Wenn sie sich wieder unter die Fische vor Ort mischen, dann sind wir richtig stolz auf unsere Arbeit. Auch im zweiten Käfig haben sich die meisten der am Vortag noch gestressten Fische an das Meer gewöhnt. Die Auswilderung ist geglückt. Rund 600 kleine Fische, die die geschrumpfte Fischpopulation vor der Küste stärken sollen. Für das große Meer nicht viel, aber für Damien mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die kleinen Fische werden später groß. Wenn man bedenkt, dass ein Weibchen, je nach Art, Hunderttausende von Eiern abgeben kann, dann liegt darin ein enormes Potenzial, den Bestand zu stärken und der Natur etwas zurückzugeben. Insgesamt hat der Fischkindergarten von Marseille bis jetzt rund 18.000 Fischkinder aufgepäppelt und wieder ins Meer entlassen. Das scheint nicht viel, aber für das strapazierte Mittelmeer zählt jeder Fisch.